hoch. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Ark Survival Evolved. Ich werde jetzt folgendes machen, nachdem ich jetzt hier mal so ein bisschen gecraftet habe. Obwohl, eigentlich können wir noch weiter craften, fällt mir gerade so auf. Erstmal muss ich essen. Ganz kurz die Bärchen wegfuttern. Nom, 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 nom. So. Und ich möchte jetzt eigentlich hier mal ein bisschen dieses Häuschen ein bisschen ausbauen. Ressourcen habe ich da ja noch genug. Ich war ja ordentlich am Holzen hier. Hatte irgendjemand hat das auch geschrieben, von wegen, das mit den Furzen wird langsam langweilig. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr leicht zu unterhalten. Also für mich wird das irgendwie noch gar nicht so langweilig. Ich könnte da irgendwie immer... Es tut mir ja leid, dass ich so eine simpel gestrickte Persönlichkeit bin, dass mir das so einen Spaß macht. nein, 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 scheiße, scheiße, jetzt ich crafte das Falsche, das sind doch gar keine Wände. Ich wollte doch Wände craften. Abbrechen. Shit, diese blöden Wall Signs. Diese dämlichen Wall Signs, die sehen aus wie Wände, aber es sind keine Wände. Gott verdammt, ey. Okay, da habe ich schon direkt wieder gefailt. Das passiert übrigens häufiger, wenn ich zu viel rede und... Ja, gleichzeitig irgendwie versuche, was Sinnvolles zu machen. Meistens kommt dabei nichts Sinnvolles raus. So, Wände. Ich will Wände craften, keine Schilder. Obwohl, nee, eigentlich will ich gar keine Wände craften. Obwohl, doch, eigentlich will ich Wände craften. Obwohl, nee, eigentlich will ich keine... Moment, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich will das hier ausbauen, wo ich gerade drin stehe. Ja, ach komm, ich craft jetzt Wände. Egal. Wir müssen jetzt hier Nägel mit Köpfen machen. Oder wir können auch Köpfe in Nägel machen. Das geht natürlich auch. So, Moment, wo baue ich denn jetzt eigentlich die Leiter hin? Wo ist denn hier überhaupt noch Platz? Hier ist ja gar kein Platz mehr. Moment. Die Leiter hier hinzubauen wäre irgendwie doof. Und da passt sie ja gar nicht mehr hin. Scheiße. Scheiße. nein. Moment. Das ist jetzt ja doof, ey. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir machen die mal dahin. Wenn sie mich stört oder so, oder wenn sie da nicht hinpasst, kann ich sie ja noch woanders hinsetzen. So, Moment. Machen wir das mal. Das ist immer ein bisschen fingerig mit den Leitern. So. So. Hoch. Ha. So, und jetzt die Panoramafenster wollen wir jetzt hier setzen. So. 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 Oh. Da brauchen wir aber noch einiges hier. Am Material. So. Ist schon mal gut. Gib mir mal... Ah, du hast ein Level up. Sehr gut. Was kriegst du denn? Was kriegst du denn? Machen wir mal Waste. Dann kannst du ein bisschen mehr tragen. Oh, ein verrottetes Fleisch ist ja auch drin. Nice. Aber wir brauchen jetzt erstmal 4 von denen hier. Und dann eine Wand noch, genau. Nee, Moment, wir brauchen ja mehr Wände. Viel mehr Wände. Ich kann mich noch bewegen. Ja, das ist jetzt nämlich das Ding. Ah, das passt eigentlich mit der Leiter hier. Das ist okay. Das kann man machen. Es ist ein bisschen komisch, dass die Leiter direkt neben der Tür ist, aber... Ja, das kann man machen. Ist okay, ist okay. Das geht schon, das passt schon. So. Moment mal. Was fehlt denn jetzt hier? Fibers, ne? Fibers. Fiber für die Weiber. So. Wände. Habe ich noch Holz irgendwo? Nee. Jetzt ist das Holz alle, ne? Ja. Jetzt ist es alle. Alle, alle. War hier noch was drin? Okay, nee, das lasse ich aber mal da drin. Für Werkzeug und Reparaturen. So. Fenster. So. Und normale Wände. Oben drauf. 1, 2, 3. Ja, und da fehlt leider eine. Eine fehlt leider. Habe ich mich leider ein bisschen verkalkuliert. Moment, ich muss kacken. Wie gesagt, ich bin sehr leicht zu amüsieren, was das angeht. Okay. Der Dünger braucht ganz schön lange.
bis da mal was nachgewachsen ist. Oh, das sieht doch schon ganz nett aus hier, ne? Ja, okay, abgesehen von der Lücke da. Hinaus! Will mal gerade gucken, ob meine Pflanzen schon Früchte abwerfen hier. Moment. Nee. Nee, ihr seht, ich habe auch noch schon Dünger nachgelegt. Da ist schon tatsächlich ein bisschen Dünger entstanden drin. Den habe ich schon nachgelegt. Ah, guckt mal, da hinten ist ein grüner Strahl. Könnte man ja mal hinlaufen. Mit was reite ich denn da hin am besten? Muss erstmal was ablegen. Muss erstmal das Holz weglegen. Weg mit dem Holz. Die Kacke packen wir mal in die Kiste. So. Mit dem Affen. Mit meinem wunderschönen Äffchen. Tür auf. Tür zu. Nein, der Strahl ist weg. Ah, nee, okay, da ist er. Wollte gerade sagen. Ah. Moment mal, wie komme ich denn da hoch? Da komme ich doch nur. Also am einfachsten komme ich da, glaube ich, von rechts hoch. Von links ist so, dass, da muss man so durchs Wasser und irgendwie. Das ist. Da hinten ist irgendwie ein Sumpf. Hinter diesem. Keine Ahnung, König der Löwenfelsen, den ihr da seht, wo mein Kopf ist gerade. Da ist irgendwie so ein komischer Sumpf und da laufen auch immer T-Rexe und Spinosaurier rum und Raptoren und so. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Gerade mit meinem Affen, Freeze. Mit meinem Affen, da will ich jetzt irgendwie keine unnötigen Risiken eingehen, weil wie gesagt, den darf ich ja eigentlich gar nicht haben. Das ist ja, den darf ich ja eigentlich ab Level 30 zähmen, laut dem Spiel. Deshalb will ich mit dem Affen sehr vorsichtig sein. Und eigentlich nach Möglichkeit möchte ich mir direkt noch einen zweiten Affen zähmen. Vielleicht auch einen von den kleinen. Oh, guckt mal, die Dilophosaurus, den mache ich jetzt platt. Moment, der muss erstmal kurz aufheilen, der Affe. Also so sich auffrischen. Der braucht Stamina. So, jetzt. Komm her, Dilo. Ha, seht ihr, wie er fliegt? Ist doch schön, oder? Guckt mal, da liegt er. Herrlich. Halt, Moment. Das Fleisch will ich haben. Das brauche ich nämlich. Es geht langsam aus, das Fleisch. Und außerdem habe ich festgestellt, dass man mit Narcotics craften auch sehr gut leveln kann. Das hat mir auch schon mal jemand geschrieben. Ist auch ein sehr guter Tipp. Und ja, da braucht man aber natürlich sehr viel verrottetes Fleisch dafür. Und das muss man halt erstmal kriegen, ne? Deshalb ist das gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier auf dem Weg zu diesem grünen Strahl ein paar Dilos platt machen und da mal ein paar Steaks abgreifen. Ein paar Dildo-Steaks. Ist das da hinten? Hat da einer was gebaut? Ist das eine Hütte? Nee, das kann gar nicht sein. Ich bin ja der Einzige. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Ich bin ja der Einzige. Hier kann kein anderer spielen. Hier kann kein anderer spielen. Oh, der arme Ichthyosaurus hängt da noch. Der arme kleine Ichthyosaurus. Der ist bestimmt gerade am Verhungern. Da hinten ist das Licht. Geh zum Licht, geh zum Licht. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drin. Geh zum Licht, du kleiner Wicht. Ein Dilo. Ein Dildo. Mehr Dildo. Jawoll, locker aus. Er hat ein Rückwärtssalto gemacht. Geile Scheiße. Schönes Ding. Bist du eigentlich auf was bist du eingestellt? Oh, ich sollte dich mal auf neutral stellen, damit du mich verteidigst, wenn ich abgestiegen bin. Und damit du dich selbst auch verteidigst. Weil sonst steht er nämlich nur rum, wenn er passiv ist. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, abgestiegen bin und von Ameisen angegriffen werde, sollte er mich ja auch verteidigen, der Affe, ne? Wäre sonst ein bisschen uncool von dem Affen. Nein, der Strahl ist weg. Scheiße, ich bin zu spät. Genau, da kann man auch nur einen Haufen setzen. Was machen wir denn da jetzt? Die Dinos kriegen jetzt übrigens auch Fallschaden, wenn man mit denen irgendwo runterspringt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Affen runterspringen würde, wäre das für den Affen und mich nicht so cool. Also vor allem für den Affen. Aber für mich ja dann auch nicht, weil der Affe darf ja nicht sterben. Wisst ihr was, da kann ich doch eigentlich... Was ist das denn da? Ein Fiomia, oder? Das hängt da so auf der Klippe. Lol. Da kann ich ja eigentlich jetzt gleich mal noch einen Affen suchen hier. Wo ich so dabei bin. Und ich weiß, jetzt werden einige schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ah, er will einen Affen suchen, das dauert doch wieder... Ah, Ameisen. Das dauert doch wieder ewig.
Und im Prinzip kann man sagen, ja, da habt ihr recht, das dauert ewig, aber ich werde mal versuchen, das diesmal so zu machen, dass ich das nicht offscreen mache, sondern den Affen suche und ihn dann anzähme und mich dann wieder bei euch melde quasi. Jetzt mache ich hier erstmal das Fiomia platt. Schnips und weg ist es. Bam, 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 bam. Weil wie gesagt, wir brauchen Fleisch. Wir brauchen sehr viel neues Fleisch, frisches Fleisch. Wie sieht's eigentlich beim Affen aus? Oh, der hat bald auch wieder ein Level ab. Guckt übrigens mal hier, guckt mal, das ist auch neu. Die Affen, die können jetzt irgendwie Bären abfarmen und das ist richtig gut. Also finde ich zumindest. Ein Dilo! Zwei Dilos. Wo ist der? Ah! Und da ist noch einer. Jeder darf mal. Oh, jetzt kommt hier noch einer. Hier los. Schön, wie er mal den Rückwärtssalto macht. Ich liebe diesen Affen. Der Affe hat kaum Schaden gekriegt, ne? Ich meine, gut, er wurde auch nur angespuckt. Töh, aber der freut sich noch, der Affe. Das ist doch toll. Das nenne ich Arbeitsmoral. Der Affe hat wenigstens noch Arbeitsmoral hier. Ich sag also, eine Affenarmee, jetzt stellt euch das mal vor, ich hätte nicht nur diesen einen Affen, ich hätte mehrere Affen. Wie geil wäre das denn bitte? Ha, was wollt ihr? Locker aus dem Handgelenk wird hier, werden hier Schellen verteilt. Heute gibt's Schellen frei Haus. Hehe. Da liegen sie. Ah, Moment mal, ich kann ja das Chitin mitnehmen. Das ist auch wichtig. Das ist ja auch sehr wichtig. Also ich glaube, der könnte es auch mit einem Raptor aufnehmen. Was ich schon mitgekriegt habe auf dem Streaming-Server, auf dem ich spiele, es ist sehr ungesund, einen Alpha-Raptor anzugreifen mit nur einem Affen. Das kriegt der Affe leider nicht hin. Guckt mal, wie cool das aussieht, wenn er seitlich läuft. Ach, ist das herrlich. Ich liebe diesen Affen. Ich liebe ihn einfach. Die Welt braucht mehr Affen. Hm. Ja, leider ist jetzt hier kein Licht mehr. Ich überlege jetzt gerade, wo ich jetzt als nächstes hinlaufen könnte. Also ein Fluss bzw. Seen und sowas, das ist ja da drüben. Da, wo ich gerade hingucke. Da wird es wahrscheinlich auch kleine Äffchen geben. Aber da will ich nicht von der Seite hinlaufen, sondern da laufe ich mal lieber von der anderen Seite hin. Das ist sicherer. Die Folge ist an der Stelle sowieso zu Ende. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Ich versuche auf jeden Fall so einen kleinen Affen noch an den Start zu kriegen. Und je nachdem, wie das läuft, wie gut das funktioniert, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge mit einem kleinen Affen. Und wie gesagt, ich habe den Zähm-Speed, also den Taming-Speed, die Zähm-Geschwindigkeit, die habe ich hochgedreht. Auf 3, auf maximal. Das wollten ja alle so. Das geht jetzt also dann richtig schnell, wenn ich dann einen gefunden habe. Haben wir den vielleicht dann auch innerhalb einer Folge, dann diesmal auch wirklich innerhalb einer Folge gezähmt. Nicht so wie sonst immer, wo ich das dann gesagt habe, dass wir den innerhalb einer Folge zähmen und dann hat es doch wieder 3 Folgen gedauert. Das tut mir halt leid, ich wusste halt immer nicht so genau, wie das aufgeht und Material brauche ich halt auch, damit halt hier immer auch arg schön zu sehen ist, ne? Deshalb habe ich dann auch mal die Sachen gezeigt, die ein bisschen länger dauern. Das hat also alles auch seinen Grund, das mache ich nicht komplett grundlos. Ja, aber nächstes Mal... Haha, wie die Libelle weggeflogen ist. Ach, ist das schön, ich liebe diesen Affen. Habe ich es schon erwähnt, dass ich diesen Affen liebe? Ich glaube schon, oder? Aber ich erwähne es einfach nochmal. Ich liebe diesen Affen. Und ich würde sagen, jetzt ist die Folge auch wirklich definitiv zu Ende. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.